Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Widder, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für Juli 2024. Für alle, die den Widder als Standzeichen haben, im Mond, Venus oder Aszendent. So, wir haben dritte Kamera mittlerweile im Gebrauch. Ich hoffe, die Ton- und Video- und Bildqualität passt. Also gebt mir gerne in die Feedbacks rein, wie die Bildqualität ist. Ich arbeite dran. Gut, wie immer ist es eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und wir haben heute das Wait Tarot, das Gilded Reverie Lenormand und die Faol-Runen für euch, liebe Widder, mit dabei. So, und schon geht's los. Und wir schauen mal mit einer Tarotkarte und einem Neunerblatt vom Lenormand, was bei euch gerade so los ist. So, was haben wir denn da für, das sind zu viele, für die Widder. Dankeschön. Wir haben die zwei der Kelche und die verdeckte Energie der sechs Schwerter. So, jetzt schauen wir, was das Lenormand noch ergänzt und dann gehe ich für euch in die Deutung. Für die Widder, was haben wir denn da gerade im Feld? So, das der Berg, das Schiff, die Fische. So, so könnt ihr alles sehen. Genau. Der Irrgarten, der Kompass. Die Blumen. Der Reiter, ups, das sind zu viele, upsala, ganze Berge unterm Tisch, so, zwei bräuchte ich noch, bitte, das sind zu viele, der Sarg und der Brief. So, ihr hört, ich bin immer noch erkältet, also entschuldigt bitte die gelegentlichen Huster. Es geht für euch mit den zwei der Kelchen, liebe Widder, um wertschätzende Verbindung auf Augenhöhe. Egal ob beruflich oder privat, ja, auch wenn die zwei der Kelche eine Seelenpartnerkarte ist, müsst ihr jetzt hier nicht in einer Seelenpartnerschaft stecken. Aber es gibt bei euch Verbindungen, die wohl nicht in dieser Energie waren. Und da zieht ihr hier mit den sechs der Schwertern einen Schlussstrich darunter. Ja, ihr habt also alles, wo es nicht wertschätzend auf Augenhöhe für euch fließt, da wollt ihr euch gerade davon verabschieden. Hier kommt mit den sechs der Schwertern der Aufbruch zu neuen Ufern. Und das sehe ich auch hier im Lenormand. Wir haben hier den Berg, das Schiff und die Fische. Also es gibt in eurem Leben Bereiche, die wirklich herausfordernd sind, die auch blockiert sind. Und wir sehen, dass das Schiff, ne, euer Seelenschiff, eure Seelenreise weg von diesem Berg führt und zwar dahin zu den Energien, wo es fließt. Wir sehen hier große Sehnsüchte nach seelischer Tiefe, nach seelischer Verbundenheit. Und diese Blockaden, diese Schwierigkeiten der Vergangenheit, die wollt ihr hinter euch lassen. Denn das Schiff macht sich hier ebenfalls auf zu neuen Ufern, zu neuen Gewässern, wo es eben vielleicht auch mehr Tiefe und mehr Flow gibt. Wir haben hier unter dem Berg, so liegt es bei mir am Tisch, den Irrgarten. Es gab also Angelegenheiten, die blockiert waren, weil man sich hier ständig wie in einem Hamsterrad bewegt hat. Ja, man ist im Kreis gelaufen, man hat keinen Ausweg gefunden. Das ging über längere Zeit, so habe ich den Eindruck.
Und wir sehen hier mit dem Pferd, mit dem Reiter, dass ihr jetzt in Bewegung kommen wollt. Ihr wollt aus diesem blockierten Labyrinth, ja, immer wieder gegen irgendwelche Wände zu laufen, da wollt ihr davon weg. Das ist für euch gerade ganz, ganz wichtig. Und wir sehen, dass ihr auf einem tiefen seelischen Prozess seid, denn wir haben das Schiff, den Kompass und den Sarg. Also hier findet eine tiefgreifende transformatorische Neuausrichtung für euch statt. Ganz viele Dinge, die ihr bisher vielleicht erduldet habt, toleriert, erlitten, wie auch immer, ja, die werden jetzt beendet. Da kommt eine Transformation rein, denn es geht hier wirklich darum, dass ihr Sehnsüchte habt, welche ihr erfüllen wollt. Und diese Sehnsüchte sind der, ja, sag ich mal, die Kompassnadel für euer Leben, ja, wo es jetzt um euch, um eure Bedürfnisse, um eure Wünsche geht, wo ihr sagt, ja, ich mache hier keine faulen Kompromisse mehr, sondern ich folge jetzt meinen Sehnsüchten. Und ihr habt hier auch mit den Fischen, den Blumen und dem Brief, habt ihr euch wirklich sozusagen das Leben als Geschenk auf die Fahne geschrieben. Ja? Der Brief steht ja für Nachrichten, für Kommunikation. Ich habe aber das Gefühl, dass einige von euch wirklich diese Träume, Wünsche, Sehnsüchte, die sie haben, wie eine Art Liste, ob ihr es jetzt wirklich niedergeschrieben habt oder in eurem Kopf diese Liste führt, ja, die leitet euch und ihr wollt jetzt hier schöne Begegnungen mit den Blumen. Ihr wollt Treffen, ihr wollt Überraschungen, ihr wollt das Leben als Geschenk verstehen. Ja, und das ist etwas, was für euch ganz entscheidend ist. Wir sehen auch hier, dass die unterste Reihe, der Reiter, der Sarg und der Brief, das ist so dieses, ihr beendet die Oberflächlichkeit. Ja, ihr brennt volle Kanne in diese Transformation hinein, weil ihr euren eigenen Leitsatz folgt. Und ihr wollt raus aus dieser Oberflächlichkeit, aus diesen blockierten Irrwegen, in denen ihr euch da längere Zeit befunden habt. Das ist für euch der Gradmesser. Ja, und wir sehen auch hier verdeckte Energie, der Ring. Ihr wollt Verbindlichkeit, Verbundenheit in eurem Leben haben, liebe Widder. So, jetzt schauen wir mal, welche Rune euch hier noch begleitet. Und wir haben, ja, die Berkana. Die Berkana ist die Birke, das ist der Baum, der erste Baum, der grüne Blätter trägt im Frühling. Die Berkana steht für das Erwachen, für den Frühling, für die Verliebtheit, die Leichtigkeit, die Neuanfänge. Ja, und das habt ihr euch ganz klar auf die Fahne geschrieben, weil ihr sagt, hey, dieses Ganze, was unzufriedenstellend war in eurem Leben, ja, diese nicht wertschätzenden Verbindungen, diese blockierten Hamsterräder, in denen ihr euch verbunden habt, die lasst ihr hinter euch. Ihr wollt mit der Berkana in die Verliebtheit, in, ne, euch in das Leben vielleicht auch neu verlieben, in die Leichtigkeit und auf in Neuanfänge. Also, liebe Widder, das war euer Zwischenimpuls. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Neuanfängen. Und freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.